So, willkommen zu Let's Show Minecraft. Yay! Ja, wir sind hier gerade auf meinem Server. Ja, also und du und ich. Ja, wir. Schlau. Ja, ja, ja. Und fangen mal an, so was zu zeigen, ne? Ja. Also ich würde ja Kompass nehmen, das geht schneller, ne? Ja, du bist ja auch Opfer. Ich benutze Kompass. Ja, mach mal mit dem Kompass die Tür auf. Wieso die Tür auf? Du hast die Tür aufgemacht, nicht ich. Ja. Und wie willst du den mit dem Kompass aufmachen? Durchspringen? Ja, natürlich. Ja? Dann machst du auch die Tür auf, wenn du durchspringst. Warum soll ich denn die Tür aufmachen, wenn ich durchspringe? Hier ist die Uni, die wir gebaut haben zu zweit. Hat lang gedauert, aber ist cool. Ja. Müssen wir nur von innen mal so komplett einrichten. Ja, dann mach doch mal die Tür auf, hä? Ohne da durchzuspringen, hä? Ich wollte sie ja gar nicht aufmachen, du Idiot. Ja. Ja, das ist hier eigentlich eher so Kellerbereich. Hier unten ist auch ein Portal, das sieht jetzt kein Schwein, weil du aufnimmst. Aber hier unten ist ein Portal, was nicht funktioniert. Funktioniert zwar nicht, aber ist cool, hier drin zu stehen und dann... Unheimlich. Ja. Naja, wie auch immer. Also hier unten ist nichts, hier soll dann noch irgendwann mal was kommen, aber... Genau. Ja, dann hast du hier das FKK-Schwimmbad hingebaut. Ja, musst du aber länger so das Schild zeigen, damit das auch jeder sieht. Toll, ne? Ja. Episch. Stehen wir hier 2 Minuten. So. Was? FKK-Bad, Kleidung. Ja, ist gut. Okay. Man kann auch in einem Video Pause drücken. Ja. Ja. Was soll ich dann lange davor stehen bleiben? Na egal, gehen wir weiter. Ja, so um das nochmal zu verdeutlichen. Ja, hier kommt man dann in die anderen Etagen. Oh, gehen leck. Wir am besten gleich mal hin, da die Treppen mit Kronleuchter, bla bla. Hey! Wo gehst du hin? Da gehen wir gleich hin, habe ich gesagt. Ich dachte mit gleich jetzt. Ja, klar. Ja, hier ist eine Bibliothek. Ja. Ach so, in die Seitentrakte rein. Ja. Toll. Was war hier hinten? Nichts, ne? Nö. Ja, da ist dann der Haupteingang. Ja, aber sonst hier kann man draufgehen und dann ist hier oben eine Terrasse. Und dann sieht man schon... Ein Teil von der Stadt, die da hinten steht. Ja, und dann gehen wir da noch nicht hin. Mein Suchtifeld und so. Ja, hier in den Gängen ist eigentlich nichts. Aber wir können ja mal außen rum gehen, weil da ist auch nichts. Toll. Da hinten hinzukommen, wo wir gleich hin wollten. Wow! Ja, das war jetzt nicht ganz so geplant. Du bist mal wieder zu doof, irgendwo hinzugehen. Ich sehe gerade, hier müssen wir noch die Treppe machen. Die ist noch aus Dreck. Ja, musst du mal machen. Das da oben ist übrigens dein Büro, falls du da mal reingehen willst. Nicht jetzt. Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, du nicht. Aber die anderen vielleicht. Ja, hier ist mein Büro, ne? Wie wir gerade schlauerweise festgestellt haben. Ja, hier ist dein Büro, ne? Ja. Wusstest du schon, dass hier dein Büro ist? Ja, klar. Oh, cool. Ich wollte mal sagen, hier ist dein Büro. Als Maul. Ja, ja. Ja, hier ist irgend so ein Schlafzimmer, glaube ich. Ja, ist deins. Ja, und deins, weil wir haben keine Trennwand. Ja, aber meins ist so ein bisschen doch so ein bisschen... Ja, deins ist das mit den tausenden Bücherregalen. Da habe ich übrigens ein Schild hingestellt. Was? Ja, man kann das aber auch Englisch schreiben, du Depp. Ja, klar. Dann passt Gemach aber nicht. Ja. Warum habe ich das mit D geschrieben? Weil du dumm bist. Nein. Weil du wahrscheinlich wieder irgendeine Scheiße gemacht hast und deswegen habe ich das mit dir geschrieben. Ja, ja, ja. Ja, klar. Wie auch immer, ja, da hinten war mein Büro, jetzt gehen wir hier durch den Gang. Ja, warte mal, ich muss dir das Schild ändern. Ja, mach doch, ich komme doch dann von der anderen Seite. Hier soll, glaube ich, dann dein Büro hin, falls wir irgendwann mal weitermachen. Ja, wir haben im Moment eigentlich nichts anderes zu tun. Hier ist sein Schlaf gemacht, sein Bett gemacht, Bett C. Ja, das ist Englisch, aber gemacht nicht. Ja, schlau. Ja, siehst du, jetzt bin ich wieder hier. Ach, verdammt. Haha. Warte, ich hasse Schilder. Oh. Ich geh schon mal weiter. Nein. Ja. So. Jetzt ist das auch mit 2T. Jetzt sind wir hier wieder im Mittelturm. Wenn man hier die Treppe runtergehen würde, kommt man in einen Raum, wo nichts ist. Und noch weiter runter wäre dann die Bibliothek, wo wir gerade waren. Gehen wir aus dem Weg. Und wenn wir jetzt weiter hochgehen, kommen wir hier hin. Da waren wir gerade.
Und wenn wir noch weiter hochgehen, kommen wir, ja, ganz oben hin. Ja, in den Turm, in den Hauptturm. Ja, genau. Muss das Deckenmuster zeigen, das habe ich gemacht. Ja, Decken. Das vergesse ich immer, da gucke ich nie hin. Ich eigentlich auch nicht, aber ich habe es gerade so gesehen. Ja, hier ist das Deckenmuster, was er gemacht hat, toll, ne? Ja, episch. Ja, auf jeden Fall. Ist sowieso das Beste an der ganzen Uni. Natürlich. Und die Flagge, die man von hier aus gerade nicht sieht. Stimmt, müssen wir auf das Dach gehen. Ja, die habe ich auch gemacht. Toll. Ja. Und die Dächer habe ich übrigens auch fast alle alleine gemacht. Oh, ja. Scheiß, 8 Sekunden? Nee, 2. 5 Sekunden. Ach, 5. Ja, irgendwas. Ja, hier ist die Flagge auf dem der Uni. Dem der. Ei. Dem der, ja, dem der. Ja. Da sind wir eben losgelaufen. Ja, die ist etwas größer geworden. Aber nur etwas. Ja. Sieht man von hier oben ganz gut. Da bist du. Ja. Scheiß und Wolke. Hier muss auch genau jetzt kommen. Bei mir ist gar keine Wolke. Bei mir sind sowieso... Doch, da hinten sind so ein paar Wölkchen. Ich stehe gerade voll drin. Ja, bei mir ist hier nirgendwo eine. Na, sei froh. Ja. Sollen wir dann jetzt vorher vielleicht noch in das Sprenggebiet gehen? Ja, das ist ja da vorne. Ja, deswegen. Ja, ich dachte, du wolltest jetzt direkt in die Stadt, deswegen. Nö. Also ich, ja. Dann Sprenggebiet und meinen tollen Bunker zeigen. Ah, ja. Naja, ja. Ist ja deine Testkammer. Hier das ist noch unser Grab. Einzig mit Bunker. Haben wir dich eigentlich schon begraben? Deinen Nö. Anderen Account? Müssen wir mal machen. Nö. Ja. Naja, das ist übrigens ein Turm von deinem Bruder noch. Ja, ich weiß. Echt super. Sprenggebiet ist cooler. Dann, wow! Ja, mein Netz laggt gerade so ein bisschen. Ja, hier kommt man dann in unser Sprenggebiet. Mhm. Mit den ganzen Warnungsschildern. Bleibt ganz lange stehen, das muss man alles lesen können, weißt du? Ja, klar. Hier ist eine Kiste, wo im Moment Sachen aus dem Dungeon drin sind. Eigentlich soll man da alles reintun, weil Sprenggebiet könnte schon mal passieren, dass man dabei... Umkommt. Ja, aber da wir beide God-Mode haben, ist das egal. Yay, okay, von hier außen sieht das irgendwie scheiße aus. Ja, da. Ne? Ja. Von innen sieht das viel cooler aus. Ja. Ja. Hör auf mich hier runter zu schubsen. Nein, du musst wenn schon alles zeigen. Ja. Hier ist dann unser Sprengen. Warte, wir können, ja. Episch hier unten. In meinen Aussichtsturm gehen, scheiße. Ja, aber dann sieht man das Loch nicht ganz. Nee, aber man hat eine coolere Übersicht und dann können wir ja immer noch in das Loch reinspringen. Mhm. Ja. Wie gesagt, nochmal das, da geh da weg. Ich bin doch da weg. Das große Sprengloch, was auch da noch weitergeht und da eben seine Testkammer, Bunker, wie auch immer. Von da sind wir gekommen. Ja. Und hier ist noch so ein kleines, nicht der Rede wert. Aber jetzt in die Testkammer und es wird gerade dunkel. Finde ich doof. Ja. Ja, ist hier unten. Wow, ist irgendwas. Das dunkel hier dann. Ich sollte mir mal mehr Fackeln reinsetzen, ich habe gerade aber keine dabei. Das ist aber echt, was hast du hier mit gemacht? Ich habe da was gesprengt. Ja, ich sehe es, hier ist so... sehr viele Fackeln auf einmal weg. Aha. Jo. Dann gehen wir jetzt in seine tolle Testkammer. Na. Hast du Fackeln dabei? Nö, doch. 45. Oh. Ja, ich habe mir jetzt gerade 46 gemacht. Toll. 45. 45, nicht 64, du Hirni. Ja, meinte ich ja. Ja. Ja, nicht sehr spektakulär, aber... Mit den ist halt das Bedrock gemacht und, ja. Mit den Texture Packs sieht's cool aus. Ja. Warum ist da gar keine Tür? Da war noch nie eine Tür. Natürlich war da mal eine Tür. Was meinst du, warum ich die Schalter dahin gemacht habe? Wetten, da ist ein Schalter. Ja, da sind an beiden Seiten eine Schalter. Ich hatte da auch eine Metalltür drin. Nö, als ich das erste Mal da war, war auch keine Tür.
Dann war wahrscheinlich dein Bruder oder so vor dir da. Jo. Mein Gott. Sache, das ist kein Kinder. Ja. Hätten wir jetzt auch mal geklärt. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die Stadt, ne? Ja. Hier ist unsere tolle Uni nochmal. Uno. Uni. Ah, und hier ist noch dieser Zaun, wo wir mal Wölfe gefangen haben. Oh. Ja. Ist eigentlich auch egal. Sieht man bei dir jetzt gerade eh nicht. Da ist mein Suchtifeld. Ja, da ist ein Suchtifeld. Sollen wir erst zu dem anderen Haus gehen? Das ist ja da vorne. Wir machen, ja, stimmt, wenn wir schon mal hier sind. Willst du noch in die ganzen Höhlen reingehen? Ist das doof? Das könnte ein bisschen dauern. Ja. Ich glaube, das wird dann auch etwas länger als 15 Minuten. Ja. Ja, hier haben wir halt so kleine Zuckerplantage und unser erstes Haus im Prinzip. Ja, doch. Wir hatten mit einer Höhle angefangen und dann das Haus hier gebaut. Yep. Ja, ist ganz toll geworden. Warum ist die Tür? Ah. Die Tür? Ja, hier geht's halt in die Mine. Geh mal runter, nur so ganz runter, mit dem Kompass kannst du runterspringen. Ja, mach du doch. Ja, und sieht auch kein Schwein. Nö, was soll denn da unten sein? Ja, hier sind nur so Höhle ganz viel. Ach so, ja, dieses Höhlensystem, was irgendwie überall ist. Egal, wo man runtergräbt, aber man kommt in dieses Höhlensystem. Das ja, ja, das Beste ist, wir haben unter unserer Stadt haben wir das Höhlensystem dann auch irgendwann wiedergefunden. Ja, das ist lustig. Ja. Ja, hier so ein bisschen Bettgedöns. Ja, und hier dann erste Etage mit so Springen. Ja, im Prinzip nur Bildern. Und da habe ich so ein bisschen Kisten öffnen und so hingetan. Ja, und da haben wir oder eher so ein Sprungbrett gebaut, mit dem man in den Brunnen unten springen kann. Ungefähr so. Hey. Ja, das war's dann. Ja, zumindest mit dem Haus. Ja, ja. Und da wir gerade so bei 12, 13 Minuten sind, würde ich sagen, schaffen wir es eh nicht mehr, alles jetzt noch zu zeigen. Deswegen machen wir mit der Stadt im Prinzip, können wir diesen Weg hier nehmen, im zweiten Part weiter. Siehst du auch so, ne? Okay. Ja, klar. Ja, gut, dann bis zum zweiten Part. Bis gleich. So,